Wir sind ins Jahr ja als Gewerkschaft Verdi eingestiegen mit einer Reihe von Tarifkonflikten. Zunächst mit Arbeitsniederlegungen im Bereich des Geld- und Werttransportes. Hier haben wir mittlerweile für 11.000 Beschäftigte einen Abschluss. Über 2 Jahre Laufzeit mit einer Lohnerhöhung zwischen 7,5 und 17,1%. Das ist, glaube ich, erstmal ein ordentlicher Akzent zu Beginn des Jahres. Wir haben erste Arbeitsniederlegungen beim Sicherheitspersonal an Flughäfen erlebt. Da werden weitere Arbeitsniederlegungen jetzt am Montag folgen. Übrigens nach dem, was sich abzeichnet, nicht nur in Frankfurt, sondern auch noch an weiteren Flughäfen. Und das ist ein Einstieg in ein Tarifjahr, das aus meiner Sicht jedenfalls geprägt ist von einem anhaltenden, robusten Aufschwung, auch wenn das gegenwärtig hier und da anders interpretiert wird. Einem robusten Aufschwung allerdings mit verschärften Risiken in Gestalt des Brexits, in Gestalt der internationalen Handelskonflikte, die, wenn sie weiter eskalieren, natürlich auch Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung hier in diesem Land und in Europa mit sich bringen können. Aber noch ist mit einem Aufschwung und mit einem anhaltenden Aufschwung zu rechnen, der im Wesentlichen getragen ist von der Binnenkonjunktur und einer Binnenkonjunktur, die sich wiederum stützt auf eine positive Beschäftigungsentwicklung und auf eine positive Lohnentwicklung, sowohl auf der Tarifvertragsseite wie auch auf der Seite des gesetzlichen Mindestlohns. Das gilt es zu stabilisieren. Was steht an? Wir werden nächste Woche weitere Tarifverhandlungen im Bereich der Druckindustrie und Papierverarbeitung haben. Bei der Druckindustrie sind die Arbeitgeber, der Unternehmensverband, angetreten mit massivem Angriff auf zentrale Elemente des Tarifvertrages. Sie wollen die Wochenarbeitszeit verlängern, sie wollen die Zuschläge drastisch reduzieren und sie wollen die tariflichen Bestimmungen zur Maschinenbesetzung, ein historischer Erfolg der damaligen IG Druck und Papier, kippen. Und damit haben wir im Grunde auf dieser Seite mit einem gekündigten Manteltarifvertrag durch die Arbeitgeber, mit einem gekündigten Tarifvertrag auf der Lohnseite eine wirklich breite Auseinandersetzungsfront. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge da weiter entwickeln werden. Wir beginnen nächste Woche, übernächste Woche mit Tarifverhandlungen im Bereich der Länder. 2,2 Millionen Beschäftigte. Wir werden Anfang Februar mit Tarifverhandlungen im Bankenbereich beginnen. Und wir werden dann im Laufe des Frühjahrs Tarifverhandlungen für mehrere Millionen Beschäftigte im Bereich von Einzelhandel und Großhandel bekommen. Das sind Tarifverhandlungen für mehr als 5 Millionen Beschäftigte allein bei Verdi. Mehr als bei jeder anderen Gewerkschaft im Jahr 2019. Und zu den Tarifverhandlungsgegenständen gehört auch das, was in der Altenpflege läuft, wo wir, würde ich mal sagen, in den privaten Altenpflegeeinrichtungen einen Tarifbindungsgrad unter 5% haben, was die Beschäftigten angeht. Und es ja nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen, Einzelhandel, Großhandel, mit einer Erosion der Tarifbindung zu tun haben. Im Einzelhandel sind etwa noch 30% der Beschäftigten tarifgebunden. Und zwischen denen, die zu Tarif arbeiten und denen, die keine Tarifbindung haben, liegt ein Lohnunterschied zwischen 20% und 30% zulasten der nicht tarifgebundenen Beschäftigten. Und im Großhandel liegt die Tarifbindung noch niedriger, bei 20%. Insofern geht es immer zugleich bei diesen Auseinandersetzungen auch um die Stärkung der Tarifbindung. Und zwar im Sinne einer Bewegung von unten und der Forderung nach einer Stärkung der Tarifbindung von oben, wie sie insbesondere eintreten kann durch die Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, durch eine kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen, die auch nach Ausgründungen beispielsweise nicht nur die schon Beschäftigten, sondern auch künftig Beschäftigte an den bisher geltenden Tarifvertrag bindet. Und ich finde das, was Bernd angesprochen hat, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge an Tarifbindung als Voraussetzung gebunden wird, eine absolut richtige und gute Orientierung. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, das gemeinsam durchzusetzen. Applaus
Hier bietet sich in der Altenpflege durchaus eine Chance. Wir sind in Verhandlungen mit den Wohlfahrtsverbänden und zielen darauf, das, was da als Tarifergebnis dann auch rauskommt, allgemeinverbindlich erklären zu lassen, beziehungsweise ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz einzustellen, was ermöglicht, dass dann diese Tarifregelungen nicht mehr durch Haustarifverträge unterlaufen werden können und auch ausländische Anbieter über die Einstellung ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz gebunden werden, an die Pflicht, diese Tarifbedingungen zu vollstrecken. Insofern stehen Auseinandersetzungen an, bei denen es, wenn man so will, exemplarisch um die Zurückdrängung prekärer Arbeitsverhältnisse geht. Also um die Auseinandersetzung, wenn man so will, mit dem, was wir insbesondere im Gefolge der Agenda 2010 gesellschaftlich erlebt haben und was man als die Rückkehr der Unsicherheit ansehen und bezeichnen könnte. Rückkehr der Unsicherheit in dem Sinne, dass das, was sagen wir mal proletarische Lebenswirklichkeit über viele, viele Jahrzehnte, womöglich noch länger, gekennzeichnet hat, nämlich das eigene Leben nicht planen zu können, nicht zu wissen, ob man am Ende des Monats mit dem Geld, das man für den Verkauf seiner Arbeitskraft bekommt, noch über die Runden kommt oder nicht, nicht zu wissen, ob man in ein, zwei Monaten überhaupt noch Arbeit hat oder nicht. Das ist etwas, was für Millionen von Menschen zurückgekehrt ist. In Gestalt von befristeten Arbeitsverhältnissen, in Gestalt von Leiharbeit, die schlechter bezahlt wird als die Stammarbeit, in Gestalt von Scheinselbstständigkeit, von Scheinwerkverträgen, in Gestalt von Armutslöhnen und Niedriglöhnen. Und dagegen setzen wir Forderungen und Handeln für eine neue Sicherheit der Arbeit, für mehr Tarifbindung, für eine Zurückdrängung prekärer Arbeitsverhältnisse, etwa in der Auseinandersetzung um die Befristung von Arbeitsverhältnissen. Und dafür steht, wenn man so will, ja auch exemplarisch der gesetzliche Mindestlohn. Dass es gelungen ist, ihn durchzusetzen, ist eine historische Tat, auch wenn man mit dem Niveau, das wir jetzt mit dem gesetzlichen Mindestlohn erreicht haben, keineswegs zufrieden sein kann. Ich glaube, dass es gelungen ist, den gesetzlichen Mindestlohn durchzusetzen, auch weil wir es geschafft haben, die Auseinandersetzung darum zu vergrundsätzlichen. In dem Sinne, dass tatsächlich auch die Frage aufgeworfen ist, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Und wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, wo Arbeit arm macht und Arbeit entwürdigt. Das ist die Dimension, die mit der Forderung nach dem gesetzlichen Mindestlohn letztlich angeschlagen war. Und das ist die Dimension, bei der es ja auch bei anderen Fragen geht. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wir wollen auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der nach jahrzehntelanger Arbeit die Rente nicht reicht, um anständig über die Runden zu kommen und in Würde alt werden zu können. Ich denke, da sind wir uns alle miteinander einig. Und wenn es um die Frage geht, welche Höhe der gesetzliche Mindestlohn haben sollte, wir sind ja Größenordnung vorhin genannt worden, kommt es aus unserer Sicht vor allen Dingen darauf an, den Zusammenhang von Tariflohnentwicklung und dem, was im gesetzlichen Mindestlohn passiert, nicht aus dem Auge zu verlieren. Aus meiner Sicht hat der gesetzliche Mindestlohn geholfen, das Tarifsystem zu stabilisieren, indem er sozusagen eine Lohnuntergrenze gesetzt hat. Ich finde es aber auch richtig, dass dieser Zusammenhang von Tariflohnentwicklung und der Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns nicht aus dem Blick gerät. Und der gesetzliche Mindestlohn der Tariflohnentwicklung folgt oder sich zumindest an ihr orientiert. Wenn es also um einen Sprung geht, sagen wir mal in Richtung 12 Euro, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir bei einem solchen Sprung darüber reden, dass viele Tarifverträge getoppt werden durch das, was der Gesetzgeber dann festlegt. Das kann man, würde ich mal sagen, punktuell machen. Ich finde, dass die Orientierung auf diese Größenordnung durchaus Sinn macht. Allerdings punktuell ist das zu rechtfertigen, weil wir ja seinerzeit die 8,50 Euro, die 2015 eingeführt waren oder worden sind, gewerkschaftlicherseits 2010 gefordert hatten, uns damals orientierend am seinerzeitigen Durchschnitt der gesetzlichen Mindestlöhne in unseren westeuropäischen Nachbarländern. Dann hat es 5 Jahre gedauert, bis er tatsächlich
auf dieser Größenordnung, 8,50 Euro, eingeführt worden ist. Und das, was an Preis und was an Lohnentwicklung zwischenzeitlich gelaufen war, ist da gar nicht abgebildet gewesen. Das gewissermaßen punktuell nachzuholen, etwa 2020, würde aus meiner Sicht durchaus Sinn machen. Und 12 Euro können dafür eine gute Orientierung sein. Um dann sozusagen perspektivisch zurückzukehren zu einer Vorgehensweise, wo die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns sich dann wieder orientiert an der Tariflohnentwicklung, gerne auch nicht auf 2 Jahre bezogen, sondern auf 1 Jahr bezogen. Darüber werden wir uns gesellschaftlich auseinandersetzen müssen. Aber das ist gewissermaßen mein Bild zum Zusammenwirken von Tarifen mit gewerkschaftlicher Organisierung als Voraussetzung und dem, was im gesetzlichen Mindestlohnbereich passiert. Ich hatte darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht die Vergrundsätzlichung der Auseinandersetzung sehr hilfreich war. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und dass das im Grunde sich in gleicher Weise aufwirft bei der Auseinandersetzung um das Thema Rente. Allemal in einem Rentensystem, wo der Zusammenhang von Löhnen und Alterssicherung und Rente so eng ist wie kaum sonst irgendwo in der industrialisierten Welt. Auf Lohnarmut folgt unter diesen Bedingungen zwangsläufig Altersarmut. Und insofern ist das, was auf der Lohnseite passiert, natürlich von großer Bedeutung, auch perspektivisch für die weiteren Lebensbedingungen. Und wird man gleichzeitig, so wie sich die Arbeitswelt entwickelt hat, darüber nachdenken müssen, dieses strikte Äquivalenzprinzip von Lohn und Beitragszahlung und Rente zu hinterfragen und auch deutlich zu modifizieren in der Bekämpfung von Altersarmut. Das führt uns zu Themen, auf die sich gegenwärtig die Besorgnis vieler Menschen richtet. Und vorhin war ja in den Vorträgen von Katja und von Bernd von Alltagssorgen die Rede, derer man sich annehmen müsste. Und wenn man auf diese Alltagssorgen guckt, auf Zukunftsängste und Abstiegsängste, dann richten die sich ja auf einige zentrale Themen. Rente, Pflege, Wohnen und Klima. Insbesondere der letzte Sommer hat ja mit dazu beigetragen, das Thema Klima noch mal stärker ins Bewusstsein zu heben. Und wenn man sich klar macht, dass aktuelle Studien zur Klimaentwicklung nicht mehr ausschließen, dass es eine Erderwärmung um 5 Grad bis Ende des Jahrhunderts gibt und dass eine solche Erwärmung korrespondieren würde mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 65 Meter, dann wird schon deutlich, was da sozusagen als Herausforderung für die Gattung Mensch an Fragen aufgeworfen ist. 65 Meter Anstieg des Meeresspiegels, das heißt, dass der Harz eine Insel ist und dass Kassel an der Küste liegt. Nur mal von der deutschen Perspektive auskommend. Und dass hier gegengesteuert werden muss, ist ein Imperativ, an dem es keinen vorbei gibt. Dass diese Frage so aufgenommen wird, wie das hier angedeutet wurde, ist absolut zwingend. Wir werden uns im Jahr 2019 insbesondere mit Fragen des forcierten Kohleverstromungsausstiegs auseinandersetzen müssen. Der betrifft einige ostdeutsche Länder, genauso wie das niederrheinische Kohlerevier, wo es darum gehen wird, einen sozialverträglichen Strukturwandel zu fördern, der den Regionen auch eine Zukunft gibt, wirtschaftlich, und den forcierten Kohleverstromungsausstieg sozialverträglich zu begleiten. Da sehe ich die Linkspartei als Verbündeten, wenn es darum geht, das miteinander zu gestalten, als eine Kraft unter mehreren, die dazu beitragen will und soll, dass uns das sowohl in Richtung Strukturwandel wie in Richtung Sozialverträglichkeit des Wandels auch miteinander gelingt. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist angesprochen worden. Ein Megathema, insbesondere in den Ballungszentren und Universitätsstädten, wo, sagen wir mal, die Fehler und falschen Weichenstellungen von vor vielen Jahren uns jetzt auf die Füße fallen.
Das gilt für die Privatisierung kommunalen Wohnraums. Ich sage nur als Stichwort Dresden. Das gilt für den Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit Anfang der 90er Jahre. Das gilt für die brutale Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus. Und ich denke, dass wir gefordert sind hier miteinander. Ich sage das als Gewerkschafter und ich sage das mit Blick auf die Parteien. Den sozialen Wohnungsbau zu forcieren, die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einzuführen, das Thema der Bodenbesteuerung und der Bekämpfung von Bodenspekulation auf die Tagesordnung zu setzen und das Thema der Förderung kommunaler Wohnungsbaugenossenschaften und kommunaler Wohnungsgesellschaften nach vorne zu bringen. Da finde ich das, was in Berlin jetzt aktuell läuft, richtig zukunftsweisend und hocherfreulich, um mal an der Stelle keinen Zweifel zu lassen, wie ich das sehe. Wir sind beim Thema Pflege dabei voranzukommen. Das Thema ist nicht zuletzt durch den letzten Bundestagswahlkampf ins Bewusstsein vieler nochmal deutlich gehoben worden und hat mittlerweile auch die Parteien in Schwung gebracht. Das ist bitter nötig angesichts eines heute schon akuten Pflegenotstandes, wenn man sich anguckt, dass mittlerweile private Pflegeheime oder Altenpflegeheime Pflegebedürftige abweisen müssen, weil ihnen das Fachpersonal fehlt und wir im Krankenhausbereich auf richtig massive Probleme stoßen bei der Überlastung und chronischen Überforderung des Personals durch unzureichende Personalbesetzungen und durch permanente Überlastung, wenn man so will, dann besteht hier absoluter Handlungsbedarf. Das betrifft die Beeinflussung der Arbeits- und Lohnungsbedingungen auf tariflicher Seite. Ihr habt sicherlich verfolgt, dass es im letzten Jahr eine ganze Reihe von Arbeitsniederlegungen, Streiks an Kliniken gegeben hat, mit dem Ziel, tarifvertraglich eine Personalbemessung, eine Entlastung des Personals im Krankenpflegebereich durchzusetzen. Das wird sich fortsetzen. Und darüber hinaus geht es darum, politische Rahmen zu setzen und Vorgaben zu machen für die Personalbemessung im Pflegebereich. Und insgesamt ja die sozialen Berufe zu attraktivieren. Das Stichwort Digitalisierung war vorhin angesprochen. Das ist ein weites Feld. Ich will einen einzigen Aspekt herausgreifen, der mit der Arbeitsmarktbilanz der Digitalisierung zusammenhängt. Hier gibt es ja unterschiedlichste Prognosen. Dystopische, die auf ein regelrechtes Massaker am Arbeitsmarkt hinauslaufen würden, wesentlich vorsichtigere Einschätzungen zur Arbeitsmarktwirkung und optimistische. Zu den optimistischeren gehört beispielsweise das, was das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der BA, 2016 als Studie vorgelegt hat. Die sagen, naja, die Digitalisierung wird bis 2025 in Deutschland etwa 30.000 Arbeitsplätze kosten, per Saldo. Per Saldo, weil ca. 1,5 Millionen Arbeitsplätze verschwinden werden, vor allen Dingen in den Bereichen Logistik, Handel und öffentliche Verwaltung. Gleichzeitig aber an anderer Stelle auch wieder annähernd 1,5 Millionen Arbeitsplätze neu entstehen dürften, in den Bereichen vor allem Pflege, Erziehung, Bildung und Medien. Nur, dass der Skillset, wie das neulich so schön heißt, also das Qualifikationsprofil, das auf den Arbeitsplätzen gebraucht wird, die absehbar wegfallen, mit dem Skillset, das auf den Arbeitsplätzen gebraucht wird, die da neu entstehen sollen, erstmal wenig bis kaum was zu tun hat. Und machen wir uns nichts vor, bleiben wir nur mal bei dieser relativ optimistischen Prognose. 7-8 Jahre sind eine verdammt kurze Zeit, um einen beschleunigten Strukturwandel überhaupt bewältigen zu können. Eine Entwicklung zu vermeiden, an deren Ende womöglich gleichzeitig Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel und massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit steht. Das ist eine Riesenherausforderung für den ganzen Weiterbildungs- und Bildungsbereich unter anderem. Insofern ist die Diskussion um eine nationale Weiterbildungsstrategie absolut korrekt und erforderlich. Und ich denke,
wenn die Linkspartei in diese Debatte einsteigt, ist sie an einem Punkt dran, der viele umtreibt und uns alle auch umtreiben muss. Was schließlich das Thema Rente angeht, habt ihr sicherlich auch verfolgt, dass es jetzt aktuell eine Studie von Ernst & Young gab, die ermittelt, dass 56% der deutschen Bevölkerung sich Sorgen machen vor drohender Armut im Alter. Das ist ein Thema, das ebenfalls von herausragender Bedeutung ist, das zusehends in den Blickpunkt auch der Wahrnehmung gerückt ist. Nicht zuletzt auch, würde ich mal sagen, dank einer von allen DGB-Gewerkschaften getragenen Kampagne, die das Thema fokussiert hat. Und natürlich auch wegen zunehmender Betroffenheit. Ihr habt vielleicht verfolgt, dass die Zahl derjenigen, die Grundsicherung jetzt in Anspruch nehmen, sich in den letzten Jahren verdoppelt hat. Wir liegen etwa bei 600.000 mit einer hohen Dunkelziffer von an sich Anspruchsberechtigten, die davon aber gar keinen Gebrauch machen. Hier ist, wenn man so will, das Thema fokussiert worden und es ist uns gelungen, würde ich mal sagen, in den letzten 2 Jahren sowas hinzukriegen wie eine Diskursverschiebung, weg von einer neoliberalen Perspektive auf Teilprivatisierung der Altersversorgung, die dann im Zweifelsfall auch massenhaft Altersarmut in Kauf nimmt, hin zu einem Blick aus der Gesellschaft heraus auf das Thema, wo man sagt, es muss nach jahrzehntelanger Arbeit so sein, dass die Rente reicht, um anständig leben zu können und in Würde alt werden zu können. Das ist eine Diskursverschiebung. Und eine Diskursverschiebung, die uns gemeinsam gelungen ist, die aber keineswegs garantiert ist, so auch sozusagen zu bleiben. Das heißt, was wir daher erleben, ist eine Auseinandersetzung um Hegemonie. Welche Vorstellung dominiert den Blick der Gesellschaft auf das Thema? Und vor diesem Hintergrund bringt das Jahr 2019 ganz sicher zunächst mal an 3 Stellen Konkretisierung der Debatte. Wir werden einen Gesetzentwurf der Bundesregierung kriegen zum Thema der sogenannten Grundrente. Die Koalition hat sich darauf verständigt, hier auf die Grundsicherung unter der Voraussetzung, dass man 35 Beitragsjahre aufweist, 10% Zuschlag auf die Tagesordnung setzen zu wollen. 35 Beitragsjahre sind alles andere als trivial. Die Frauen im Westen kommen noch nicht mal auf 30 Beitragsjahre im Schnitt. Das Ganze soll einhergehen mit einer Bedürftigkeitsprüfung, die durch die Rentenversicherung vorgenommen werden soll, komplett sachfremd und aus meiner Sicht auch nicht zureichend. Aus der gewerkschaftlichen Perspektive wird eher in Richtung der Übertragung des Freibetragsmodells aus der betrieblichen Altersversorgung auf die gesetzliche Rentenversicherung gedacht, also 200 Euro Freibetrag, der nicht angerechnet wird bei der Rente, der eigenen Rente auf die Grundsicherung, dann wäre man, wir haben heute etwa durchschnittlich eine Grundsicherung, also Hartz IV plus Wohngeld von 800 Euro in der Bundesrepublik, 200 Euro drauf, da wäre man nicht weit weg von dem, was die Linke als Mindestsicherung bis jetzt diskutiert hat, nur dass man mal sozusagen da den Zusammenhang im Blick behält. Wir werden uns jedenfalls für so eine Freibetragslösung einsetzen auf der gewerkschaftlichen Seite. Das heißt nichts anderes, als dass die Koalition da ihre Positionierung nochmal revidieren soll. Und wir das Thema Grundrente dann auch nochmal gründlicher in Angriff nehmen können. Dazu wird es einen Vorstoß gesetzlich geben für die Einbeziehung der Selbstständigen in die Rentenversicherung. Das ist ein absolut armutsgefährdete Bevölkerungsgruppe. Bei den Solo-Selbstständigen haben im letzten Jahr knapp 1/3 weniger als 1.200 Euro Einkommen gehabt im Monat. Dass das für das Alter, auf Lohnarmut folgt Altersarmut, eine absolute Herausforderung darstellt, ist klar. Hier wird dann allerdings darauf zu achten sein, dass die Auftraggeber dieser Solo-Selbstständigen dann mit in die Beitragsfinanzierung und das Aufkommen
einbezogen werden. Und wir werden sozusagen den Fortgang der Diskussion in dieser Rentenkommission erleben, wo es ganz knallhart um Hegemonie geht. Um die Frage, wird perspektivisch nach 2025 eigentlich das Rentenniveau dann erneut angegriffen? Wird das Renteneintrittsalter weiter nach oben geschoben? Oder wird im Grunde im Wesentlichen darüber agiert, dass auch Beiträge angehoben werden, aber auch der Bundeszuschuss angehoben wird? Und das ist ja eine interessante Debatte. Wir werden am Ende 2045, wenn man das Rentenniveau auf etwa 50% heben wollte und ein Beitragssatzniveau von 25% paritätisch finanziert nicht überschreiten will, eine Bundeszuschussaufstockung um 30 Milliarden Euro jährlich zu heutigen Preisen brauchen. Nur, dass man sich da keine Illusionen macht. Nach dem, was ich an Modellen kenne. Das klingt viel, aber das ist ja ungefähr das, was Herr Spahn als ohne Probleme finanzierbar ansieht, wenn es um die Aufstockung des Rüstungsetats auf 2% vom Bruttoinlandsprodukt geht. Und da kann ich nur sagen, lieber eine vernünftige Alterssicherung als eine Aufstockung des Rüstungsetats. Kanonen statt einer auskömmlichen Altersrente, das ist, denke ich, keine vernünftige Perspektive. Und diese Debatte werden wir dann miteinander führen müssen. An der Stelle vielleicht aus meiner Sicht ein kurzer Blick auf die SPD, und das korrespondiert nochmal mit dem, was Katja angesprochen hat. Der Absturz der SPD in der Wählergunst korrespondiert ja erkennbar damit, dass nicht mehr klar ist, wofür diese Partei steht. Vielen jedenfalls nicht mehr klar ist, wofür sie steht. Und das hat sehr viel damit zu tun, wenn ich das jetzt mal bei prominenten Sozialdemokraten so wahrnehme, dass sie sagen, naja, wir haben einfach zu viel Taktik betrieben. Wenn diese Analyse ernst gemeint ist, dann hat es natürlich Konsequenzen für die Art und Weise, wie sie sich jetzt positionieren beim Thema Rente. Wenn Scholz sagt, bis 2040 wird das Rentenniveau stabilisiert. Oder wenn es jetzt eine Debatte gibt zu Hartz IV und das Thema von Sanktionsfreiheit aufkommt. Ich meine, ich bin absolut für Sanktionsfreiheit, weil wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass Hartz IV das gesellschaftlich notwendige Existenzminimum sichern soll, dann kann man da nichts wegsanktionieren. Wenn sich diese Positionierung durchsetzen sollte, oder wie auch immer jetzt eine Modifikation bei Hartz IV aussieht, auf der SPD-Seite und auf der Rentenseite, sagen wir, diese Position von Scholz weiter verfolgt wird, dann müssen sie meines Erachtens diese Position dann auch durchhalten. Weil anders Verlässlichkeit, mal aus der immanenten Perspektive heraus, nicht erreichbar ist. Das heißt, dass sich da durchaus Möglichkeiten für Gemeinsamkeiten entwickeln. Das bleibt abzuwarten. Aber das ist, wenn man so will, das sind Positionsbestimmungen in strategischer Perspektive, aus meiner Sicht. Jedenfalls sollte man das ernst nehmen. Dann prüfen natürlich, völlig klar. Aber das ist nicht mal eben so sozusagen Tagesgeschichte. Es sei denn, sie wollen so weitermachen wie bisher. Dafür spricht aber mit Blick auf die Wahlenentwicklung wenig. Das war mein Schlenker zum Thema SPD. Sodass es ja in Sachen Rente tatsächlich zu einer harten Abgrenzung kommen wird zwischen Union, FDP und natürlich AfD im Moment völlig beiseite. Einerseits Rüstungshaushalt, Renteneintrittsalter und Kräften in der Gesellschaft, die an das Thema der Alterssicherung anders rangehen wollen, als das Herr Spahn und andere tun wollen. Das führt mich zu einem anderen, vielleicht noch 10 Minuten mit eurem Einverständnis. Ja, okay. Das führt mich zu einem anderen umkämpften Feld, nämlich dem der Finanzpolitik.
Ihr erinnert euch, die Finanzpolitik 5. Okay, dann mache ich mal Stempel. War 2013 gewissermaßen Lackmusgebiet, an dem sich die Geister schieden. Wir haben in der Folge erlebt, schwarze Null, keine Steuererhöhung, auch um den Preis von zunehmender Steuerungerechtigkeit. 2019 werden wir eine Debatte kriegen, und das wird ja schon deutlich an dem, was die Unternehmerverbände machen, um die Frage der Unternehmenssteuerreform, die Auseinandersetzung um die komplette Aufgabe der Soli, auch für die 10%, die nach Koalitionsvereinbarung bis 2021 den Soli weiter zahlen sollen. Die zahlen aber über 50% der Gesamteinnahmen. Das ist eine echt, eine Steuer, die absolut progressiv wirkt und die deswegen natürlich bestimmte Kräfte in der Gesellschaft besonders ärgert. Und die Auseinandersetzung, um diese Auseinandersetzung zu führen, ist sozusagen exemplarisch für das gesamte Feld von Verteilungspolitik und Steuerpolitik. Und das wird sich verbinden mit Forderungen nach einer Unternehmenssteuerreform im Sinne sozusagen einer Senkung der Belastung des Kapitals und ein Mitziehen bei dem internationalen Steuersenkungswettlauf, den Trump da initiiert und den die Konservativen in Großbritannien forcieren wollen, in einer Situation, wo die Europäische Union die Unternehmenssteuerbelastung misst mit einem Maß nach der sogenannten impliziten Steuerbelastung. Danach ist die Steuerbelastung in deutschen Unternehmen im Mittelfeld europäisch angesiedelt, keineswegs an der Spitze. Und ich finde, hier muss man echt gegenhalten. Wir können tun uns überhaupt gesellschaftlich keinen Gefallen, in einen Steuersenkungswettlauf einzusteigen, der das Kapital weiter privilegiert und die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit weiter erodieren lässt. Und das ist eine Auseinandersetzung, die auf uns zukommt, und zwar in 2019. Und die wir führen in einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser schwarzen Null, ist da völlig irre, unter Bedingungen von Negativzinsen, wo man für die Aufnahme von Krediten als deutscher Staat nicht nur Geld bekommt, sondern auch Geld verdient, weil man anschließend weniger zurückzahlen muss, als man aufgenommen hat, auf das Primat der schwarzen Null zu setzen, obwohl es Investitionsstaus und Zukunftsinvestitionsbedarfe in der Gesellschaft noch unnöcher gibt. Hier ist Handlungsbedarf, und Handlungsbedarf ist genauso gegeben bei dem Thema Europa. Wir kriegen eine Europawahl, die von manchen als Schicksalswahl angesehen wird, wo es allerdings auch tatsächlich um die Frage geht, ob die Antwort auf die Herausforderungen in einer Renationalisierung bestehen soll oder darin, dass das Miteinander, die Zusammenarbeit, die gegenseitige Abstimmung und die Integration weiter vorangetrieben wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass man in einem Zeitalter von Handelskonflikten, von Herausforderungen des Klimawandels, von Terrorismus zu einem Mehr an Miteinander kommen muss und nicht zu einer Renationalisierung. Und das ist meines Erachtens zu verbinden mit einer Kritik an der neoliberalen Ausrichtung der Politik in der EU. Allerdings in einer Perspektive des Mehr-Europa, aber anders. Die eigentliche Gegenposition an dieser Stelle nimmt die AfD ein. Markant. Jetzt mit einer Position, wo sie sagt, raus aus der Europäischen Union, wenn es nicht zu einer Rückkehr zu nationalen Währungen kommt. Ich mache mal so sagen, das sind Irre. Irre, weil ahnungslos, völlig ahnungslos. Und aus ihrer Ahnungslosigkeit und ihrer puren Dummheit heraus gemeingefährlich. Der Hauptprofiteur der Eurozone ist die deutsche Volkswirtschaft, weil mit der gemeinsamen Währung sowas verbunden ist wie eine implizite Abwertung und entsprechende Wettbewerbsvorteile für die deutsche Wirtschaft. Das Auseinanderbrechen der Eurozone würde nichts anderes bedeuten als eine massive Aufwertung beispielsweise einer wieder eingeführten nationalen deutschen Währung. Sozusagen der Aufwertungseffekt und der Aufwertungsschock, den die DDR-Volkswirtschaft erlebt hat, nach der Einführung der D-Mark, sozusagen 2.0, während gleichzeitig in den Defizitländern
der Weg in die Schulden- und Zinsfalle auf die Tagesordnung gesetzt wäre, ein Marsch in die Wirtschaftskrise, der absehbar ist. Ich sage nochmal, eine Positionierung, die gemeingefährlich ist und aus nackter Ahnungslosigkeit und Dilettantismus entspringt, die aber natürlich mit Blick auf die anstehenden Wahlen markant ist. Hier stehen wir auf der gewerkschaftlichen Seite für eine Politik des sozialökologischen Umbaus und gucken auf Landtagswahlen, die wir aktiv begleiten wollen und werden, als Verdi, nicht als verlängerter Arm einer Partei, egal welcher Couleur, sondern als eine Kraft, die für Inhalte steht, die für mehr Qualität in der Bildung eintreten will, die für eine andere Wohnungspolitik eintreten will, die für ein Mehr an sozialer Sicherung eintreten will und für eine Stärkung der Tarifautonomie und der Tarifbindung. Und da haben die Länder, über die reden wir da ja insbesondere, durchaus auch eigene Handlungsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Bernd und auch Katja haben dazu vorhin was gesagt, dem kann ich mich gut anschließen. Das heißt, wir laufen auf Auseinandersetzungen zu, bei denen es aus meiner Sicht erfreuliche Schnittmengen mit der politischen Ausrichtung der Linkspartei gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, euch und uns gemeinsam, ein gutes Jahr 2019.